Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hi-Fi und insbesondere Analogfreunde. Mein Name ist Stefan Gellrich vom SG Akustik Hi-Fi Studio in Karlsruhe. Im Rahmen unseres Online-Shops für Plattenspieler und analoges Zubehör, phono.de, möchte ich Ihnen heute den SME 12A vorstellen. Viel Spaß damit! Der Model 12A von SME ist ein riemengetriebenes High-End-Laufwerk, bestückt mit dem hauseigenen, perfekt verarbeiteten Tonarm. Man sieht das schon an der ganzen Erscheinung des Gerätes. Hier wurde mit höchster Akribie auf jedes Verarbeitungsdetail geachtet. Kleine Formen, wie zum Beispiel das der externe Netzteil, was hier links steht, das Laufwerk rechts ist schön angegliedert durch eine Kurvenform. Das ganze Gerät wiegt 26 Kilo. Es handelt sich um ein echtes Masselaufwerk, was in der Mitte über ein zweites Subchassis nochmals entkoppelt ist, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Das Gerät ist in drei Farben erhältlich, in Schwarz, wie wir es hier stehen haben. Es gibt es aber auch in Dark Grey und in Blau, wie wir hier kurz eingeblendet sehen. Montiert ist der wunderschöne SME 309-Tonarm, der Teller, ein schwerer 4,6 Kilogramm Aluminium-Teller mit einer speziellen Beschichtung obendrauf, hat auch eine hervorragend laufende Plattenklemme, die dafür sorgt, dass die Schallplatte perfekt auf den Teller gedrückt wird und keinerlei Spiel mehr aufweist. Das ganze Gerät ist gelagert auf einstellbaren Füßen, die das Ganze nochmal zusätzlich entkoppeln. SME wurde in England bereits 1946 gegründet, eigentlich für den Modellbau von hochpräzisen Teilen der Feinmechanik, Kunden unter anderem Rolls-Royce. Mit der Tonarmfertigung begann man 1962 mit den legendären Modellen SME 3009 und 3012, die heute Weltruf genießen und auch in einer weiteren Evolutionsstufe immer noch gebaut werden. 1986 dann kam der SME 5 auf den Markt, ein Schwestermodell, das größere von dem hier montierten SME 309, ein Meisterwerk der Feinmechanik, heute immer noch erhältlich und immer noch Maßstab in dieser Klasse. 1991 begann SME dann tatsächlich gesamte Laufwerke zu fertigen, wie immer von höchster Güte mit dem SME 20 und dem ein Jahr später, nämlich 1992, erschienenen SME 30 wurde hier Referenzstandard erreicht. Auch diese Geräte gibt es heute noch und auch das Model 12A, was wir hier haben, schließt sich an diese große Historie an. Ich selbst startete auch mit SME 20 im Laden vor fast 30 Jahren und es machte wirklich große Freude, die sich hier mit dem Model 12A jetzt definitiv fortsetzen lässt. Man muss sich auch überlegen, wo die Entwicklungsziele liegen. SME baut feinmechanische Teile für die Formel 1, für verschiedene Fahrzeughersteller von höchster Güte. Und all dieses Wissen und all diese Erkenntnisse über verschiedene Materialien fließen in die Laufwerke ein. Da geht es um Toleranzen, um minimales Lagerspiel und höchste Genauigkeit, die hier bei dem Laufwerk wirklich an jeder Stelle, ob es der einstellbare Fuß ist, die Plattenklemme, das Hauptlager oder der Tonarm, überall eingehalten werden, was am Ende zu einem perfekten Ergebnis führt. Kommen wir zu den Details. Der Plattenspieler ist ein reines Masselaufwerk, steht auf vier perfekt einstellbaren Füßen, die auch noch gedämpft sind. Das Ganze wird aus Flugzeugaluminium gebaut. Aus einem Stück ist der gesamte Unterbau gefertigt und wird dann an der Oberfläche entsprechend veredelt. Das macht man nicht nur wegen der Optik, sondern die Textur des Aluminiums, also die eigentliche Beschaffenheit des Metalls, hat auch klangliche Eigenschaften, die hier voll zum Tragen kommen. Die Lagereinheit wie auch die Tonarmlagerung sind auf einem Subchassis montiert, was an drei Füßen befestigt ist, die wir hier von außen als verchromt erkennen. Darüber ist auch die Nivellierung absolut genau einstellbar, sodass man den Plattenspieler sehr leicht und präzise ins Wasser bringen kann. Gesteuert wird das Ganze über eine Mikroprozessorsteuerung, die wir hier links am Netzteil sehen. Drei Geschwindigkeiten sind möglich, 33 Umdrehungen und auch 45 und 78 Umdrehungen, die auf einen Dreiphasenmotor laufen, der per Riem dann den Teller ansteuert. Dieses passiert hier mit so hoher Genauigkeit. Am Motor sind Hallsensoren angebracht und der Prozessor
gleicht das die ganze Zeit ab, sodass wir auf einen Gleichlauf von ein bis zwei Stellen hinterm Komma von der Genauigkeit her kommen. Das ist wirklich größte Perfektion, die sich dann im Lager fortsetzt. Der Lagerzapfen ist aus super gehärtetem Werkzeugstahl und läuft in einer gesinterten Bronzebuchse. Auch hier absolut spielfrei mit minimalsten Toleranzen, sodass gar keine Resonanzen sich hier übertragen können. Der Teller wiegt 4,6 Kilo und man sieht hier oben drauf schön die Beschichtung, ein speziell von SME entwickeltes Hightech-Material, was gleichermaßen eine hohe Festigkeit und eine extreme Dämpfung ausweist, sodass der Plattenspieler komplett ohne eine weitere Auflagematte auskommt. Montiert ist der SME 309, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf einer ebenso genau gefertigten Tonarmbasis, die perfekt einstellbar ist. Zum Lieferumfang gehört ein 5-Pol auf Cinch-Kabel der Firma Crystal, eine Firma, die wirklich höchste Güte auf die Legierung des Materials in sich legt. Hier ist ein Reinsilber eingelagert, was dafür bekannt ist, ganz, ganz wenig Verzerrung zu erzeugen, was sich vor allen Dingen bei diesem winzigen Signal, was von der Platte abgetastet wird, absolut positiv bemerkbar macht. Das Model 12A besticht durch seine extravagante, aber zeitlose Optik. Form follows Function ist hier das Motto. Dieser verchromte kleine Bügel hier dient zum Schutz des Tonabnehmers. Eine intelligente kleine Lösung ist, wenn es einen optisch stört, aber abnehmbar. Ja, dann legen wir auf das gute Stück eine hervorragende Platte auf. Rage Against the Machine, eine Sonderauflage. Limitierte in weißem Vinyl, die auch in 45 Umdrehungen läuft. Ich habe über die Jahre festgestellt, dass tatsächlich 45 Umdrehungen noch mal etwas besser klingt. Die Informationsdichte ist auch etwas größer als bei langsamerer Abtastung. Das war früher schon bei Bandmaschinen so, heute vielleicht vergleichbar mit einer höheren Abtastrate im digitalen Bereich. Also ein großer Genuss, auch haptisch das Ganze zu bedienen und anzufassen, weil die Präzision ist in jedem Fingergriff spürbar. Der Tonarm, den wir hier montiert haben, ist ein SME 309, gefertigt komplett aus Magnesium. Magnesium hat eine hohe Steifheit, ist relativ leicht, hat aber eine sehr gute innere Dämpfung und wird dafür bei Tonarm sehr gerne eingesetzt, ist natürlich nicht gerade die günstigste Variante. Alles, was wir hier an Mechanik dran haben, SME arbeitet grundsätzlich mit zwei Löchern vorne für die Halbzoll-Befestigung, das heißt keine Langlöcher, an denen der Tonabnehmer eingestellt wird, sondern alles wird hinten über den Schlitten, der außerordentlich genau gefertigt ist, eingestellt. Also alle Parameter wie vor allen Dingen Überhang und Armhöhe, lassen sich hinten an der Armbasis verstellen. Das Anti-Skating lässt sich hier über das Rad einstellen. Das Gegengewicht läuft auch auf einem Schlitten und ist damit sehr, sehr fein justierbar. Montiert haben wir hier das EMT JSD6 EMT. Eine legendäre, wenn auch nicht allzu bekannte Marke in der Breite, kommt aus der Studiotechnik. Die Firma EMT war als Spezialist für Übertragungstechnik bereits in den 40er Jahren gegründet worden. Bis heute in dieser neuesten Generation werden immer noch Teile der ursprünglichen, eigentlichen sogenannten Tondosen, dem TSD-15, verbaut. Das steht für geringe Abtastgeräusche, hohe Robustheit und perfekte Abtastfähigkeit. Also alles, was wir auch von einem Tonabnehmer eigentlich erwarten. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich ein EMT höre, wie perfekt, rund und trotzdem mit voller Auflösung das doch klingt. Wird hier so mit 2,3 bis 2,4 Gramm Auflagekraft gefahren. Die Besonderheit vorne, wir haben einen sehr, sehr scharfen Feinleinschliff. Montiert ist die Nadel nackt auf einem reinen Bohrnadelträger. Und das sorgt in Verbindung mit dem hochgenau gefertigten Aluminiumgehäuse hier wirklich für eine ganz, ganz feine Kombination. SME hat mit dem Model 12A wieder mal ein feinmechanisches Meisterwerk geschaffen, was sich schlussendlich auch im Klang äußert. Man darf nicht vergessen, dass all die Maßnahmen an perfekten Materialien, an ultimativer Präzision und Passgenauigkeit dazu führen soll, dass die Nadel am Tonabnehmer
völlig spielfrei das abtasten kann, was die Mikrorille ihr vorgibt. Und das geht nur so. SME macht das hier vor. Der Klang ist flüssig mit einer realistisch großen Bühne, findet immer das richtige Maß an Timing, an Druck, an Spielfreude und macht damit enormen Spaß. Wir haben ja hier das EMT-Tonabnehmersystem drin, aber auch andere Systeme lassen sich perfekt justieren und bringt mit dem SME den Analogklang auf die ganz große Bühne. Ja, liebe Hi-Fi- und Analogfreunde, das war's auch schon für heute mit dem Model 12A von SME. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Mehr Informationen finden Sie auch direkt unter dem Video. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren würden und auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn wir hier einen Plattenspieler vorstellen. Tschüss!